Ihr Name ist Barbie, aber sie ist alles andere als ein Bubberl. Barbie Thesa aus Kumberg bei Graz ist zweifache Staatsmeisterin im Triathlon. Letztes Wochenende war die 21-Jährige als drittjüngste Teilnehmerin beim härtesten Triathlon der Welt, beim Ironman auf Hawaii. Das bedeutet Schwimmen, Radfahren, Laufen über 12 Stunden lang. Doch trotz des harten Trainings denkt Barbie nicht daran, auf die Freuden des Lebens zu verzichten. Oliver Rubenthaler über Torten und Torturen. Letzte Schritte nach einem 12 Stunden und 10 Minuten langen Martyrium. Barbie Thesa erreicht als 10. ihrer Altersklasse die Ziellinie beim Ironman auf Hawaii. Abflug nach Hawaii vor 2 Wochen am Flughafen in Graz. Barbie und ihr 24-jähriger Bruder Stefan heben ab, um den härtesten Ironman der Welt zu bestehen. Beide sind Triathleten, beide sportverrückt. Das Haus der Thesas in Kumberg, ein Dorf nahe Graz. Hier trainieren Barbie, Stefan und Bernd, ihr ältester Bruder, seitdem sie Kinder sind. Mehrmals die Woche laufen sie durch die Landschaft, oft bis zu 30 Kilometer täglich, und trainieren. Trainieren für den Kraftakt Ironman, nämlich 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon als Abschluss. Eine Qual, die viele im Dorf ratlos macht. Ich glaube, die können das nicht ganz nachvollziehen, warum wir das machen, was da in mir vorgeht. Aber es muss ja nicht jeder so sein wie ich, oder? Barbie und ihre Brüder sind anders als die meisten im Dorf. Alle drei sind Spitzensportler und gehören zur Triathlon-Elite in Österreich. Mittlerweile ist aber bereits halb Kumberg vom Sport infiziert, wirft sich aufs Rad und joggt durch den Wald, fast wie die Thesas. Die brauchen es da aber schon härter. 200-Kilometer-Touren über die steirischen Hügel, nach Slowenien oder bis nach Kärnten. Für die Thesas ganz normal. Bei der Familie geht es oft zünftig zu, Speckjausen statt Körndelfutter. Bei Mama zeigen sich die Geschwister von einer anderen Seite. Einer, die nicht vom Sport, sondern von den Verlockungen des Lebens bestimmt wird. Denen kann Barbie nicht widerstehen, vor allem dann nicht, wenn sie süß sind. Ich liebe nichts mehr als Süßigkeiten, und das sieht man an meiner Figur. Zu mir sagen immer alle, du schaust eigentlich nicht aus wie eine Sportlerin, oder was, du machst Sport? Und ja, das ist schon so Süßigkeiten, Torten und Schokolade und so, auf das kann ich nicht verzichten, das ist zu gut. Süße Torten und trendige Mode, da wird Barbie schwach. Geld für ihre Shoppingtouren verdient die 21-jährige Studentin als Fahrradbotin. Da kann sie gleich trainieren. Dass das alles eigentlich nicht so recht zum Bild einer Spitzensportlerin passt, ist ihr egal. Schinden und Völlern, Sport und Eitelkeit sind für sie keine Widersprüche. Ich bin sicher eitler als so manche andere Sportlerin, das auf alle Fälle, weil ich mir einfach Gedanken darüber mache, was ich anziehe, wenn ich in die Stadt gehe, oder was ich anziehe, wenn ich jetzt auf die Uni gehe oder in die Firma gehe. Und manchen anderen ist es ganz egal, Hauptsache ist es praktisch. Aber mir macht es schon Spaß, wenn ich einfach schön gestylt durch die Stadt gehe oder durch die Straßen gehe, und das hebt dann natürlich das Selbstwertgefühl und man wirkt dann auch eigentlich auch besser. Und Barbie wirkt auf allen Linien. Als Blickfang auf der Shoppingmeile oder als konsequente Extremsportlerin im Wasser. Beides miteinander verbinden zu können, darauf legt sie großen Wert. Ich möchte eigentlich das Image verkörpern von einer gepflegten Sportlerin, die nicht vergisst bei dem ganzen Sport, dass sie eigentlich auch Frau ist. Das finde ich ganz wichtig. Also Sport hin oder her, aber man muss schon noch wissen, was Weiblichkeit bedeutet. Barbie schlüpft gerne in ihre Rolle als Frau und in ihre 25 Abendkleider, die ihren Kleiderschrank zum Explodieren bringen. Barbies Welt, ein Cocktail aus Vergnügen und qualvollem Schinden. Wie sie das alles unter einen Hut bringt, ist vielen ein Rätsel. Doch der Erfolg gibt ihr recht, weil das Leben als Ironwoman ist hart genug.